Wir haben gerade in einer ökumenischen Feier die Sternsinger entsendet und die sind jetzt unterwegs und gehen von Haus zu Haus und bringen die Weihnachtsbotschaft auch hinein in die Häuser. Ich fand das was Tolles heute Morgen in dieser Feier, als ich die Kinder und Jugendlichen gesehen habe mit ihren Sternen, die sie tragen, mit den leuchtenden Kronen, die sie aufhaben und mit den bunten Gewändern. Und es ist ja ein Zeichen, dass diese Weihnachtsbotschaft, diese Weihnachtsfreude auch weitergeht über den Weihnachtszeit hinaus, auch über den 6. Januar hinaus. Und das, was dann über der Tür steht, dass das auch ein Zeichen sein kann für uns, dass Weihnachten eben nicht nur am 24. oder 25. Dezember ist, sondern das ganze Jahr. Und das wünsche ich uns, dass diese Weihnachtsfreude, dieses Weihnachtslicht nicht nur in unseren Häusern ankommt jetzt momentan, das auch, aber dass sie auch in unseren Herzen ankommt und dass wir sie weitertragen können über diese Zeit hinaus. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ciao.